Petaski, wie hast du dich gefühlt, dass du Chris und mich umgebracht hast? Schuldig, hoffe ich. Und Chris du war solltest wieder halt mit nicht als auf jemanden erstes schießen, tot. der obvious ventet und dich nicht sofort umbringt. Vielleicht. Danke. Ich habe keinen Metscan, ich habe auch nichts in Specimen, das heißt, ich kann wieder rausgehen. Nein, ich hasse es, ich hasse es. Isolus überlebt. Bist du lebst? Ich war an den Camps und ich habe die Taske die ganze Zeit gestalkt. Ich gehe eine Millisekunde nicht in die Camp rein und sie stirbt. Oh. Aber warum machst du kein Licht an, Chris? Du bist Kind, du bist da safe. Ich glaube, Kind kann die Lichter gar nicht anmachen. Doch, folgendes. Ah, okay. Ja, aber bei Camp kriegt man es nicht immer mit, ob Lichter anmachen. Ja, ich wusste, dass Camp ja. Folgendes. Wer kann sich gerade irgendwie placen oder andere placen? Roman und Bookie sind bei Electrical mit mir bei Lights gewesen. Ja, das ist auch da. Ich kann niemanden clearen und wenn, wäre das weird. Winker ist gerade in Medbay, glaube ich. Ja. Der könnte aber. Oh, fuck. Oh, Mann. Ich könnte. Nee. Jama. Hm? Wo bist du? Jetzt. Wie heißt denn das, wo man seinen Upload macht? In der Mitte. Communication? Ja. Da bin ich. Davor war ich in Weapons. Und Lizzie, du? Ich bin in Specimen. Ich bin vor Book in MedBay rein und dann direkt das Specimen drunter. Nachdem ich kurz Reagenzgläser angemacht habe. Und Bimo? Oder willst du es nicht und sagen? Und das Closed Location. Okay, das Ding ist nämlich, ich habe jemanden vorbeiflitzen sehen. Ich stand an der Lava und Titaski liegt vor Vitals. Mhm. Habe ich bei Cam gesehen, dass du von draußen farmst, ja. So. Das heißt, wenn sich die anderen placen können, dann bleiben Jama, Lizzie und Bimo übrig. Das ist okay. Ich habe wen, der mich in Weapons placen kann, vor ca. 15 Sekunden. Das ist schon zu lange. Das ist zu lange her. Ja. Am ehesten würde ich sagen, Jama, ich habe mir nicht viel gemerkt. Aber ich habe mir gemerkt, dass der irgendwas vorne dran hatte. Oder zumindest irgendeine Art von. Also ich glaube eher, es war das Dummschild, das ich gesehen habe. Aber ich würde mich noch nicht hundertprozentig festlegen, deswegen skippe ich an der Stelle. Ich glaube, ich habe gesehen, dass Theo den Kill nicht gemacht hat. Ich glaube, Theo hat diesen Kill nicht Meinst gemacht. Meinst du? Theo ist gerade zur Leiche gelaufen. Ich habe auch kurz mit deinen Cams geguckt, also. Ja, er ist halt von draußen reingelaufen und hat sofort reportet, als er die Leiche gesehen hat. Ah, hast du Tetaskis Leiche gesehen? Ja, die liegt vor Vitals. Alles klar. Ich hab eine Sekunde nicht auf der Cam war ich. Eine Sekunde. Ja, lang. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass Theo Self-Report gemacht haben hat. Haben wir überhaupt alle gefragt? So halb. Haben wir alle Theo was? Hat ziemlich targeted gefragt und ich glaube, es wurden Personen ausgelassen, die nie ihre Position genannt haben. Wir haben Buhmann, Mogri, ich und Bookie. Mich haben wir. Münker haben wir. Lizzie, wo warst du? Wie ich gesagt, war mit Specimen. Okay. Ich sagte schon, Specimen war ich. Ah, okay. Ja. Ich habe also ja auch gesagt, Lizzie, Bimo und Jama wären für mich im. Ja. Kämen für mich in Frage. Das, okay. Das unterschreibe ich. Nice. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Jama war, weil ich meine, ich hätte dieses Dummschild vorne gesehen. Armer Jama.
Der spielt übrigens wieder mit, Among Us. Nach so langer Zeit hat er es wieder installiert und sogar auch die Mods installiert. Also die Mod. Einfach eine Ehrengiraffe der Jama. Muss man jetzt doch wieder gedrückt halten? Sonst war das doch immer so, dass man nur einmal drücken muss. Und wenn man fertig ist, nochmal drücken. Ein Hin und Her hier bei diesem Spiel. Unglaublich. So. Woman. Ich glaube, ich bin so gut wie tot. Aber ich habe jetzt Jama aus Richtung seiner Kiste kommen sehen. So, ich habe die gesamte Runde Lizzie gesucht. Lizzie ist durch Specimen gelaufen. Münker ist durch Specimen gefolgt. Münker wurde von Lizzie gekillt. Ich habe Lizzie wegrennen sehen, habe sie verfolgt bis zur Eingangstür von Matt Way und die war zu und dann hat sie mich angeguckt und ist gestorben, weil ich sie gekillt habe. Holt mich ab. Nach einer epischen Kampfszene. Für den Sheriff. Ich überprüfe das mal kurz. Ja, er war Sheriff. Hey, das ist doch Jama. Nein. Hey, wieso? Nein, Lizzie war Jama doch... war die ganze Runde bei mir. Aber wir hatten also doch Jama, Lizzie, Mima für den ersten Kill. Es ist auch nur ein Kill passiert. Und dann könnte für den ersten Kill nur noch Jama gewesen sein. Stopp, Moment, stopp, ihr tut mir dreckig, weil er ganz langsam. Wie kann ich der erste Kill sein? Okay, Buhmann, Mogri, ich war ein Electrical. Nein, ja, aber er war vorher in Weapons bei mir und dann ist er in Comms gelaufen und ich bin hoch zu Lights. Also du kannst seine Story quasi bestätigen, war. Ja. Das hast du letzte Runde nicht gesagt. Zur Zeit des Kills waren wir vier in Electrical. Aber ja, genau. Es könnte auch sein, dass Lizzie gekillt hat. Sie war ja anscheinend Imposter, das habe ich gerade vergessen, ja. Genau, also vermutlich war es eher Lizzie. Das ist ja, das ist... Aber aus der ersten Runde war halt, wer hat maximal noch Jama übrig. Ja, aber ich war es nicht. Ja, aber dann war es ja Lizzie. Ich könnte Lizzie vielleicht ja. Sehr wahrscheinlich. Ich könnte vielleicht noch eine kleine Information einstreuen, eine Zusatzinfo. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, ging das Licht sehr schnell aus, diese Runde. Es gibt einen Trickster, ja. Genau. Eine Box steht im Camps-Raum und dort... Chris. Von dort kam mir eben Jama entgegen. Ja, aber das hat nichts. Ich war die ganze Runde nicht da oben. Ich war die ganze Runde nicht da oben. Warte, du streitest ab, dass du bei Electrical warst? Ich war einmal oben bei Electrical, als das Licht so super schnell ausging, weil da war ich an der Weather Note zusammen mit Mokri, bin dann hochgegangen, aber dann war es schon an oder aus, weil man durch die Tür noch musste. Die Tür war nämlich zu und ich habe sie aufgemacht. Doch, ich erinnere mich. Mokri, was war gerade platziert? Was war gerade dieses Chris? Du standst die ganze Zeit bei Camps, deswegen. Ja, ja, ich weiß. Das war nicht ernst gemeint. Alles klar, verstanden. Ja, okay, also wenn wir eine Poster raus haben, dann können wir ja skippen. Ja. GG. Sorry, Pimo. Es ist, glaube ich, keine gute Taktik für den Good Gäste auf Sheriff zu gessen. Ich weiß nicht. Das ist schon das zweite Mal. Kann man da so sozusagen bestätigen. Ja, ob man jetzt die Person rauswählt oder das den Gesser erledigen lässt, ist, glaube ich, egal. Egal. So, habe ich eigentlich noch irgendwelche Tasks? Ja, habe ich. Ich habe noch einen Würsing. Im O2-Raum. Ich habe ja noch total viele Tasks. What? Wo kommen die denn her? Ja, okay, die Wassertask. Sehe ich. Bin ich dabei. Und das letzte Würsing noch, okay. Oh, Jama, bitte kill mich doch nicht. Bitte tu nicht das Ding, wo du dein Messer in mich reinrammst. Ich vertrag das nicht so gut. Warte, Lichter sind aus, kann ich trotzdem hacken? Ja. Okay, Chris, Mokri und jetzt ist Jama da und Buhmann nicht mehr.
Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, Yama und Mogri. Okay, wartet, komm. Ich muss das gerade mental verarbeiten. Okay, also. Ich gehe in Electrical, will Lights fixen, die Türen schlagen direkt vor meiner Nase zu, ich mache die erste auf, gehe rein, die innere ist zu, aber Mogri hat schon gefixt und macht die Tür von innen auf und geht raus. Yama und Mogri sind jetzt bei mir, vor dem inneren Tür. Beide platzen gleichzeitig direkt neben mir. Gleich neben dir? Die stehen beide neben mir und die sind beide zur selben Zeit geplatzt. Lava vielleicht? Warlock, oder du hast sie umgebracht. Das würde heißen, oh, Buhmann. Die Idee mit dem Warlock ist doch gut. Dann müsstest du es ja sein, weil du warst vorher bei denen. Ich war vorher bei denen? Du warst vorher bei denen. Ich hab's gesehen auf Admin Table. Ha! Also entweder. Wann war ich bei denen? Bevor Chris rein ist. Beziehungsweise bevor Jama rein ist. Dann waren die Lava ja. Mokri hat ja auch Jama. Ja, wenn sie gleichzeitig getötet sind und Lissy. Imposter war, dann war es, kann es nur noch ein Lava-Kill gewesen sein. Also müssen sie Lava gewesen sein, so, und ja, ich war definitiv nicht da oben. Ich bin jetzt gerade unten auf dem Weg nach O2 rein. Das musst du auch gar nicht. Ach so, aber du warst doch vorher bei Lights. Nee. Du warst gar nicht bei Lights. Hätte ich ja Lights angemacht, nee. Ich bin gerade unten auf dem Weg nach, nein. Okay, das ist genug. Ich bin gerade nach O2 rein und hoch zu Lights. Du streitest ab, dass du komplett da oben warst? Ich war diese Runde nicht da oben. Okay, dann lügst du, weil ich hab's auf Admin-Table gesehen, dass du da oben warst. Dann wenn du lügst, dann... du aber aus meiner Sicht. Weil ich war da oben gar nicht. Kannst du behaupten, aber dann bist du entweder Jester, aber dann würdest du nicht lügen, in der Nähe von einer Leiche zu sein. Also, das würdest du nicht abstreiten. Von zwei Leichen sogar. Die Frage ist, Boomer Trickster oder... eine andere Imposterrolle, wenn dann. Nee, er müsste dann Warlock sein. Müsste er? Müsste er, weil die sind beide neben mir geplatzt. Es macht nur Sinn, wenn ich Badschild bin oder gewarlockt wurde. Oder die einer von denen gewarlockt wurde. Oder Vampir. Gibt ja auch noch Sinn. Bucky, wir wissen jetzt nicht, wen du gegessen hast. Buhmann scheint nicht. Wen wird er wohl gegessen haben? Buhmann scheint nicht Warlock zu sein. Er wird mich auf Warlock gegessen haben. Okay, also bin ich kein Warlock. Bucky, das Problem ist, wir müssten jetzt wählen. Ja, Chris, so oder so. Ich bin Theo. Ich bin kein Warlock, das hat Bucky wahrscheinlich gerade geproved. Ja, sorry, Theo. Bucky hat es gerade verkackt, wenn das falsch ist. Hä, Chris? Warum ist es Theo? Chris? What? Na, weil Theo Warlock ist. Nicht nur Chris blamen, Leute. Es gibt auch noch eine andere Option außer Warlock. Habe ich sogar erwähnt, dass es Vampir sein könnte.